Mountainbike-Helm aber smart, genau das verspricht der Sena M1. Mit dem kann man mit seinen Mitfahrern kommunizieren, telefonieren, Musik streamen, Navi-Ansagen abspielen, genauso wie Fitness-Apps nutzen. Also eine ganze, ganze Menge, was man mit diesem Helm kann. Ich würde sagen, wir packen ihn aus und dann sprechen wir drüber. Deswegen jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier bei 2hndExpress TV zur Vorstellung des Sena M1 begrüßen, dem wahrscheinlich ersten Mountainbike-Helm, mit dem man eben all das, was ich gerade schon vor dem Intro gesagt habe, machen kann und vor allen Dingen den Helm vom Marktführer, was solche Technologie angeht. Wir arbeiten mit Sena im Bereich der Kommunikationsgeräte für Motorradhelme seit, ich glaube, 2013, 2014 zusammen und jetzt eben auch in diesem schönen Bereich für Fahrradfahrer, für E-Bike-Fahrer. Und so schauen wir uns heute den M1 an und starten erstmal mit dem Unboxing. Wir haben hier erstmal einen relativ unspektakulären Karton. Smart Mountainbike Helmet. Und hier ist gar nichts drauf. Dann haben wir hier die wichtigsten Eckdaten. Lasst mich einmal parallel draufschauen. Bluetooth 4.1, 4-Wege-Intercom, bis zu 900 Meter können wir weit sprechen. Wir haben eine Rückleuchte, wir haben die verbesserte Sprachqualität und wir können hier Firmware-Updates installieren. Das Ganze hier eben in den verschiedenen Sprachen. Hier sind nochmal die Eckdaten vom Helm drauf, auch unspektakulär. Und Ride Connected, also quasi der Slogan von Sena. Jetzt aber gucken wir mal rein. Ich habe hier mein Unboxing-Messer. Zack, schneide das auf. Und hier unten ebenfalls. Zack. Das sollten die beiden Laschen gewesen sein. Und jetzt können wir das Ganze wie eine Schublade herausziehen. Hier ist dann erstmal nichts mehr drin. Und hier haben wir den Helm als solches. Zack. Und auch hier ist nichts mehr drin. Können wir das einmal aufmachen. Zack. Und hier haben wir dann erstmal den Helm. Den legen wir einmal kurz hier ab. Und hier haben wir weiteres Zubehör. Denn mit Zubehör war Sena noch nie geizig. Aber erstmal machen wir das jetzt an die Seite. Gut, den Helm lege ich einmal hier hin. Wir schauen uns zunächst einmal das Zubehör an. Zack. Ladekabel. Micro-USB, wenn mich nicht alles täuscht. Also noch kein USB-C. Das ist dann eben persönliche Präferenz. Mich stört es nicht. Und wir haben hier nochmal einen Helmbeutel, sodass, wenn ihr den Helm transportieren wollt, ihr das auch tun könnt, ohne den Helm zu verkratzen. Dann kommen wir jetzt zum Helm als solches. Und zwar haben wir hier die graue Variante. Alle Farbvariationen des Helms blende ich euch hier jetzt einmal ein. Also wirklich klassische Farben, mit denen man nichts falsch machen kann. Und als solches haben wir erstmal einen relativ normal aussehenden Mountainbike-Helm. Und zwar ist er circa 100 bis 130 Gramm schwerer als ein anderer, ist mal wirklich hochwertiger Mountainbike-Helm. Das heißt also, die Technik, die wir hier verbaut haben, wiegt irgendwo 100 bis 130 Gramm. Ich setze ihn parallel auch schon mal auf, weil das ist ja für euch auch ein wichtiger Punkt. Wie sieht das Ganze denn aus? Auf jeden Fall muss ich es ein bisschen größer machen. Zack, zack, zack. Ist relativ klein voreingestellt. Zack, muss mir hier wirklich auch ganz groß machen, damit er auf meine Rübe drauf passt. Und dann sieht das bei euch so aus. Also hier haben wir erstmal den Mountainbike-Helm und wir schauen uns gleich nochmal im Detail an, welche Bereiche wir haben. Die Rückleuchte schauen wir uns an, das Bedienelement schauen wir uns an. Aber grundsätzlich sieht es dann erstmal so aus. Dann haben wir hier erstmal den Schirm, der natürlich so ein bisschen vor der Sonne schützen soll, vor allen Dingen aber auch nochmal so ein bisschen die Energie im Falle eines frontalen Aufpralls aufnehmen soll. Hier schön hinten runtergezogen, sodass wir hier den erweiterten Schutz haben. Dann haben wir hier auch die Rückleuchte, sehr cool und dezent gemacht. Hier ist der Micro-USB-Anschluss. Die Frage ist jetzt vielleicht von richtigen Technik-Fans, ist das noch so zeitgemäß, Micro-USB, ja oder nein? Mich stört es überhaupt nicht, muss man nur wissen. Hier ist einmal die Größe. Ich glaube, ich hätte für meinen Fall auch eine L gebrauchen können, 55 bis 59 cm. Ist aber eigentlich auch die Größe, die ich so beim Motorradhelm habe. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Deswegen probiert gegebenenfalls, wenn ihr zwischen zwei Größen liegt, auf jeden Fall die größere Größe. Sonst hier Weitenverstellung über das Rädchen, was man auch soweit kennt. Dann wird das hier natürlich über den ganzen Helm eng gestellt, Innenfutter herausnehmbar, waschbar. Dann haben wir hier links und rechts die Lautsprecher, genauso wie hier vorne das Mikrofon. Und das, muss ich wirklich sagen, hat Sena extrem lang drin, trotz ja doch der Entfernung zwischen Mikrofon und Mund, da eine richtig gute Tonqualität bei rauszubekommen. Ich meine, wir werden diesen Helm auch noch in der Praxis testen, wenn ihr denn wollt.
Und dann werden wir das auch sehen, denn das kenne ich auch schon von den Motorradhelmgeräten. Da sind die richtig gut drin, haben die richtig lange Erfahrung und vor allen Dingen auch Vorsprung vor den anderen Herstellern. Also das heißt, wenn ihr dazu einen Praxistest haben möchtet, dann abonniert gerne den Kanal und drückt hier mal einen Like für das Video. Dann weiß ich Bescheid, dass wir dazu mal ein Video machen werden. Also wie gesagt, hier die Lautsprecher, da das Mikrofon. Und hier haben wir das Bedienelement. Das Ganze kann natürlich auch dann mit der Sena-App gekoppelt werden, um zum Beispiel auch Firmware-Updates zu installieren. Also für diesen Helm kann es auch nachträglich immer wieder Updates geben. Belüftung, auch top gemacht. Also hier haben wir keinerlei Nachteile gegenüber einem normalen Helm. Also ja, die Luft, die rein muss, die kommt auch rein, genauso wie die Endlüftung hinten. Ich glaube, es sind insgesamt laut Herstellervorgabe 11 B-Lüftungen vorne, genauso wie 9 Endlüftungen hinten. Aber ob wir die jetzt zählen oder nicht, Fakt ist, genug Luft sollte auf jeden Fall hereinkommen. Ich setze ihn nochmal auf, um ihn euch zu zeigen. Und nochmal mein erster Eindruck bezüglich des Gewichtes, vollkommen in Ordnung. Also klar, man merkt auch einen Unterschied zwischen einem herkömmlichen Mountainbike oder Fahrradhelm. Aber es ist nicht, dass es in irgendeiner Form unangenehm ist. Und auch die Abdeckung gefällt mir persönlich richtig gut. Nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, wie der Helm aussieht und welche, ich sag mal, Eckdaten er hat, wollen wir natürlich auch anschauen, was die inneren Werte dieses Helms sind. Denn wir haben eben dieses 4-Wege-Intercom. Das heißt also, ihr könnt mit bis zu 3 Mitfahrern sprechen. Wobei wir hier nicht das Mesh-System haben, sondern das herkömmliche System. Das heißt also, ihr müsst innerhalb dieser 900 Meter Reichweite sein, damit ihr auch mit euren Mitfahrern sprechen könnt. Das heißt also, das Signal eures Helms wird jetzt nicht weitergegeben. Das heißt, es muss eine direkte Verbindung zwischen allen Fahrern sein, mit denen ihr auch sprechen können wollt. 900 Meter reicht im Fahrradbereich auf jeden Fall aus. Es sind natürlich auch theoretisch 900 Meter. Das heißt also, sobald wir im Wald unterwegs sind, wo auch mal Bäume dazwischen sind oder im Straßenverkehr, wo auch Autos dazwischen sind, wird es schwieriger. Jetzt kann ich verstehen, dass erstmal so die Überlegung ist, brauche ich das beim Fahrradfahren überhaupt? Ich habe doch nichts vom Mund, das ist anders als beim Motorradhelm, wo alles geschlossen ist. Ich kann doch mit meinen Mitfahrern kommunizieren. Ja, aber ich bin mir sicher, dass es das deutlich vereinfachen wird, denn gerade bei den Umgebungsgeräuschen und so ist es manchmal schon schwierig. Wobei Umgebungsgeräusche auch eigentlich der Punkt ist, denn es ist nicht umsonst, dass es so gelöst ist, dass wir hier Lautsprecher haben, denn dadurch können wir eben die Umgebung wahrnehmen, was zum einen rechtlich wichtig ist, zum Beispiel im Falle eines Unfalls, damit eben nicht gesagt werden kann, wir haben ja gar nichts hören können, wir haben ja zum Beispiel Musik gehört, das entfällt hier einfach komplett. Und ja, das Einzige, was mich da noch interessiert, wie ist es wirklich in der Praxis, wie laut hört man mein Gedudel und nimmt das die Umgebung wahr? Wenn ich zum Beispiel irgendwie deutsche Rapmusik höre, was vielleicht keiner hören soll, dass ich das höre, das interessiert mich persönlich noch. Und dann kann ich aber bis zu 18 Stunden sprechen, also angegeben sind 11 bis 18 Stunden, die ich hiermit sprechen kann und muss es dann 2,5 Stunden wieder aufladen, was ich persönlich auch ein sehr, sehr cooles Verhältnis finde von Aufladen zu Sprechzeit. Dann kann ich telefonieren, ich kann Musik streamen, egal auch welche App, ich kann Fitness-Apps damit verbinden, Navi-Ansagen natürlich wiedergeben lassen, also ist eine ganze Menge möglich. Ich bin super gespannt und wenn ihr wollt, wie gesagt, ich mache gerne einen Praxistest dazu und schaue mir das ganze Ding genauer an. Wenn dich der Helm interessiert, schau gerne mal in die Videobeschreibung da finden. Und ja, sonst kannst du hier dir noch ein Video anschauen und da kannst du unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.